Könnt ihr mich alle hören, auch in den letzten Reihen da oben? Okay, falls während des Talks ich leiser werde, sagt mir einfach gnadenlos Bescheid. Das passiert mir nämlich öfter. Wer von euch benutzt Git? Das ist schon mal gut. Wer von euch mag Git? Auch gut. So, ich habe vor Jahren mit Git angefangen und fand das erstmal ein bisschen komisch. Ich kannte SVN und CVS und da war es halt, da gab es dann Commit und ein paar einfache Befehle, und bei Git gibt es irgendwie tausend andere Sachen und wofür braucht man das überhaupt, und kann ich das nicht einfach so machen weiterhin wie in SVN? Naja, man sollte sich tatsächlich das Ganze mal ein bisschen anschauen und versuchen zu verstehen, weil man doch einige Sachen damit machen kann, die man vielleicht mit SVN gar nicht machen konnte und auch nie vermisst hat. Aber wenn man sie denn mal kennengelernt hat, dann kann das eigentlich ganz schön Spaß machen. Meine Git-Config habe ich hier verlinkt, also diese Seite hier werde ich im Act verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Da findet ihr ein paar Aliases, die ich definiert habe. Und ein paar von euch, ein paar von den Aliases und so weiter stelle ich heute vor. Wer von euch findet, dass Git intuitiv ist? Zwei? Okay. Ja, ich finde die Defaults meistens nicht so intuitiv und auch die Default-Einstellungen. Von daher habe ich eben meine Git-Config und versuche sie überall, wo ich irgendwie arbeite, mir die zu importieren. So, die erste Frage ist, wer von euch hat schon mal was in den falschen Branch committed? Ja. Ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also wenn man schon gepusht hat, dann ist es vielleicht ein bisschen schlimmer. Wenn man noch nicht gepusht hat, ist das eigentlich gar kein Problem. Aber zuerst mal kann man Dinge tun, um das zu vermeiden. Und zwar, Git Branch zeigt euch, in welchem Branch ihr seid. Ganz einfaches Kommando. Nun müsst ihr aber im Prinzip jedes Mal Git Branch aufrufen im Terminal, um zu sehen, wo ihr seid, weil es steht ja sonst nirgendwo. Und nun gibt es verschiedene Prompts. Ich habe hier einfach mal ein kleines, das habe ich mal von Andreas König übernommen, ein Git Prompt. Und dann habt ihr plötzlich den Branchnamen im Prompt drin. Und wenn ihr irgendwas verändert, dann seht ihr das auch gleich. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel Repo und füge einfach mal eine Zeile hinzu und plötzlich sehe ich hier eine Raute oder je nachdem, wie man sich einstellt, ein Sternchen. Man kann das auch noch bunt machen. Also man sieht immer, in welchem Branch man ist, und man sieht auch, ob man lokale Änderungen hat. Es ist sehr praktisch, sollte man ausprobieren, wenn man es noch nicht kennt. Manche mögen das auch nicht. Wer von euch benutzt denn so ein Git-Prompt? Okay. Bitte? Trotzdem haben wir den falschen Branch. Ja, auch das. Aber zumindest, also die Chancen sind sehr viel geringer, dass das passiert. Und dann gibt es natürlich noch den Git-Status. Der zeigt euch auch immer an, in welchem Branch ihr seid, und noch ein bisschen mehr. Zeigt euch auch, ob ihr aktuell mit dem Origin, mit dem Remote seid. Und also das, was ich hier vorstelle, habe ich alles auf dieser Seite auch aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr Lust dazu habt, könnt ihr das alles da genau nachverfolgen und vielleicht auch dann selber ausprobieren. Also die Seite ist ein bisschen länglich und eben nicht so wie Folien aufgebaut, aber ich hangel mich eben hier so ein bisschen entlang. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zwischendurch habt, versucht euch irgendwie bemerkbar zu machen. So, also jetzt habe ich eben diesen Git-Status gezeigt. Ich habe eine Datei geändert und dann steht hier aber noch jede Menge Informationen, was ich hier machen könnte, wenn ich irgendwas tun möchte. Das weiß man aber in der Regel. In der Regel braucht man diese Informationen eigentlich nicht. Und ich habe mir so ein Alias eingerichtet.
Das heißt einfach nur ST und dann steht dann nur noch, wo ich genau bin und welche Dateien geändert sind. Das ist sehr viel kürzer, wenn man diesen Git-Status oft aufruft. Dann ist es hilfreich, dass einem nicht immer das halbe Terminal vollgeschrieben wird. Ich mag allerdings auch Bash-Aliases. Ich habe mir GST eingerichtet, weil das ist das häufigste Kommando, das ich aufrufe. Kann ich nur empfehlen, das einzurichten. Wer hat von euch Git-Aliases eingerichtet? Okay. So, das wäre also der Status. Wenn man irgendwelche Dateien hinzufügt, dann werden die mit Fragezeichen angezeigt. Wenn man was zu dem Index hinzugefügt hat, dann wird es in grün angezeigt, zumindest wenn man Farben aktiviert hat. So, das ist also der Status, so ist er definiert. Status minus SB für Short und Branch, damit er den Branch-Namen noch mit anzeigt. Und hier sind noch ein paar mehr nützliche Sachen. CI für Commit, CO für Checkout und so weiter. Remote minus V ist, finde ich, auch sehr wichtig, damit man doch nochmal checken kann, wo habe ich jetzt eigentlich mein aktuelles Remote. Und dann habe ich noch ein Alias für, also ein Shell-Alias für Diff, weil ich das auch sehr oft brauche. So. Zwischen Branches switchen. Was habe ich denn hier? Ich habe gar keine. So, also ich bin jetzt in My Branch. Und wenn ich jetzt wieder zurück zum Master gehen möchte, dann mache ich Git Checkout Master. Ja, geht es noch kürzer? Weiß es jemand? Ihr kennt doch bestimmt CD irgendwas und CD minus. Und das kann ich auch mit Git Checkout machen. Wahnsinnig praktisch. Weiß ich von Daniel Böhmer. Habe ich irgendwie mehrere Jahre lang ohne dieses Feature gelebt. Und ja, kann ich nicht mehr ohne. Jetzt geht es um das Committen. Ich habe ja schon eben eine Datei hinzugefügt. Wenn ich jetzt ein Commit mache, das habe ich mit CI abgekürzt, dann sehe ich, welche Dateien ich geändert habe. Mehr sehe ich allerdings auch nicht. Jetzt frage ich mich nochmal, was habe ich eigentlich in der Makefile.pl geändert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mir ein Alias gemacht für git commit-v und dann sieht man das komplette Diff von allen Dateien nochmal in dem Editor, wo man seine Commit-Message reinschreibt, weil die Commit-Message soll ja schon aussagekräftig sein. Das finde ich also auch sehr praktisch. Ich committe jetzt nochmal nicht. So, dann gibt es den Stash. Wer benutzt regelmäßig von euch denn Git Stash? Jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt eigentlich gestasht? Das Makefile.pl habe ich gestasht. Dann gibt es Stash List. Und da steht dann irgendwie dieser Alias für diesen Stash-Eintrag und die Commit-Message dafür. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich, nicht das, was ich wissen will. Und es, ich habe mir da so ein Alias von Curtis Poe kopiert. Das zeigt mir, wann ich das gestasht habe. Das finde ich sehr hilfreich. Wenn da steht vor einem Jahr, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich es wegwerfen kann. Ziemlich sicher. Das Alias habe ich hier auch aufgeschrieben. Könnt ihr euch alles nachher kopieren? So, jetzt mache ich mal noch eine andere Änderung. Thank you.
das ist eine sehr kleine Änderung. Die ganze Zeile wird angezeigt. Manchmal kann es aber hilfreich sein, ein bisschen genauer hinzuschauen. Und da gibt es dann dieses Word-Diff. Gut, das ist jetzt in dem Fall, zeigt es, es ist eine sehr kurze Zeile, von daher schlechtes Beispiel, aber es zeigt einem eben nur die Wörter, die man geändert hat in einer Zeile. Manchmal sieht man das Diff der ganzen Zeile und muss erstmal suchen, wo habe ich jetzt eigentlich was geändert. Diff W ist ein Alias für Diff minus minus Word, Diff gleich Color. Genau. Wenn man nach Dateien suchen möchte in seinem Repository, dann gibt es ja zum Beispiel den Find-Befehl. Der Find-Befehl sucht aber im ganzen Verzeichnis auch Dateien, die gar nicht zum Repository gehören, die nicht eingecheckt sind. Und da habe ich mir ein Alias angelegt, gitf. Und da kann ich dann einfach einen Suchbefehl, ein Wort eingeben und dann zeigt es mir alle Dateien, die im Git-Repository eingecheckt sind und Schema im Namen haben, klein oder groß. Das ist so ein Alias, das ist als Kommando eingetragen, also mit dem Ausrufezeichen muss man das, könnte glaube ich die Schrift mal ein bisschen größer machen, ne? Das sein, könnt ihr das alle lesen? So vielleicht, besser? Ah. Sagt doch jemand was. Das kann man also mit einem Ausrufezeichen anlegen, dann ist es kein Alias in dem Sinne, sondern dann wird ein komplettes Kommando ausgeführt. Ihr könnt da also auch andere Kommandos eintragen. Wenn ich jetzt einen neuen Branch anlegen möchte, mache ich git branch Branchname und dann mache ich git checkout Branchname. Ich kann aber auch checkout-b machen, was ich eigentlich sinnvoll fände als Default, dass ich dann gleich in dem Branch drin bin. Und ich hasse es irgendwie minus irgendwas zu schreiben, deswegen habe ich dafür eben auch ein Alias, weil ich so oft Branches anlege. Man soll ja mit vielen Branches arbeiten, nicht im Master, immer schön lokale Branches anlegen. So, die Tab-Completion. Wer benutzt Git mit Tab-Completion? Also, das ist wirklich ziemlich cool, was man da alles mitmachen kann. Ich habe jetzt hier nicht so viele Branches angelegt, deswegen ist es ein bisschen langweilig. Wenn ich jetzt M tippe, dann kommt halt My Branch und Master. Man kann da auch Origin mit angeben und dann wird das alles completed. Wenn ich mehrere Dateien ändere, dann mache ich mal so, dann habe ich also zwei Dateien in lib geändert. Jetzt möchte ich mehrere Dateien hinzufügen. Jetzt sage ich git add und jetzt fange ich mit l an. Und da weiß natürlich schon lib und zeigt mir auch, gut, das ist interessant. Eigentlich sollte er mir jetzt zwei Dateien angezeigt haben. Aber wenn die erste schon mit drin ist, dann... Ja, Vorführeffekt. Vielleicht habe ich da auch einen Bug entdeckt. Normalerweise sollte er jetzt die zweite Datei auch noch direkt anzeigen und eben das Ganze so vervollständigen. Hat sonst immer funktioniert, könnt ihr mir glauben. Jetzt natürlich nicht. Jedenfalls merkt sich die Completion, welche Dateien ich schon drin habe in der Completion. Und das gilt auch für die Konfiguration, git config. Das muss ich selber mal spicken. So, also welche Werte gibt es eigentlich für die Farben? Wisst ihr das auswendig, was man da einstellen kann, ob man Farben
haben möchte oder nicht. Naja, man kann Tab drücken und dann wird einem das alles angezeigt. Und wenn man die Z-Shell benutzt, dann ist das auch ganz angenehm zu browsen. In der Bash funktioniert das auch, nur nicht ganz so komfortabel. Genau, so sieht es in der Bash aus. Das finde ich einfach praktisch, weil man da nicht irgendwie erst in der Mainpage nachschauen muss, wie war das nochmal, was muss ich da eintragen, sondern einfach die Tab-Completion. Das gilt eben auch für alle möglichen Konfigurations-, für alle Switches, Command-Line-Switches. Das vermindert auch die Chance, dass man sich dabei vertippt, wenn man einfach Git Log macht und dann die Completion dazu. Also kann ich nur empfehlen, da mal mit ein bisschen zu spielen. Genau, das war die Tab Completion. Und generell kann ich die Z-Shell überhaupt für Tab Completion empfehlen. Wer von euch benutzt die Z-Shell als Login? Eins, zwei. Zwei Leute, drei. So, so viel dazu. Und jetzt Partial Commits, also ein Teil-Commit von einer Datei. Wer von euch kennt das git add -p oder --patch? Ja, eine Handvoll. Das braucht man nicht unbedingt oft. Aber wenn, dann ist es wahnsinnig praktisch. Also ich habe hier irgendwas eingefügt hier oben und also der Use Case ist zum Beispiel, ich arbeite an irgendeinem Feature und dann merke ich aber, hier ist irgendwie ein Fehler, der gehört eigentlich nicht zu dem Feature. Den möchte ich aber jetzt beheben und irgendwo committen, damit ich das nicht vergesse. Ich habe aber jetzt beide Änderungen drin, also ich habe ein Feature zugefügt und irgendwo noch was anderes. Und das normale Vorgehen wäre jetzt, dass man die eine Änderung wieder rückgängig macht oder die Datei irgendwo hin kopiert und dann das eine committet und dann wieder rumkopiert. Man kann aber auch einen Partial Commit machen. Das sieht dann so aus. Also Git fragt einen dann, ich habe das Ganze zerlegt in ein paar Chunks. Hier ist eine Zeile dazu gekommen, die möchte ich jetzt erstmal nicht, sondern ich möchte zuerst mein Feature committen. Dann sage ich No, das möchte ich nicht. Und dann kommt der nächste Chunk, Subfu, das ist dann mein Feature, das möchte ich haben. Yes. So, wie sieht jetzt der Status aus? Sehe ich bei dem Schema PM ein grünes M auf der linken Seite und ein rotes M auf der rechten. Das heißt, ein Teil davon ist in den Index gekommen zum Committen und ein Teil ist noch nicht im Index. Wenn ich jetzt mir das Diff anzeigen lasse, dann zeigt er mir nur noch das Diff, was ich noch nicht auf den Index gepackt habe. Und dann gibt es Diff --cached. Oder staged. Das ist das, was ich schon zum Index hinzugefügt habe. Ich gucke da gerne nochmal nach, ob das auch wirklich das ist, was ich möchte. Und dann kann ich sagen, commit. So, mein Feature ist gespeichert und jetzt kann ich noch den anderen Fix committen oder irgendwo anders hin packen. Das ist schon ziemlich mächtig, das Tool. Manchmal kann es allerdings sein, wenn die Änderungen zu dicht beieinander sind, dass er das nicht mehr von Hand splitten kann. Ja? Genau. Splitten funktioniert auch, ja?
Okay, gut zu wissen. Manchmal ist das Split aber dann auch reicht dann nicht. Also man kann es noch aufsplitten und dann sagt er aber irgendwann, ich kann es nicht weiter aufsplitten. Dann hat man noch die Möglichkeit, einen Editor zu öffnen und das Diff selber zu editieren. Habe ich auch schon gemacht. Ist ein bisschen fummelig. Man sollte das erstmal irgendwo testen, bevor man das produktiv benutzt. Ja, also jedenfalls sehr mächtig. Und ist eben auch sinnvoll, wenn man so Änderungen macht wie Formatierung oder Whitespaces, Einrückungen. Die sollten ja eigentlich immer in einem eigenen Commit landen. Das wisst ihr ja bestimmt alle. Also nicht irgendwo ein Feature einbauen und gleichzeitig irgendwie die Whitespaces ändern. Das ist dann für den, der den Review machen muss, ein bisschen blöd. Also immer schön viele kleine Commits, weil später kann man Commits immer noch zusammenfassen. Das ist ja das Coole bei Git. Wie bin ich in der Zeit? Wann habe ich angefangen? 10 nach? 20, okay. Bitte? Ah. Das heißt minus minus check. Okay. Danke, cool. So, jetzt das Thema History an sich. Wenn andere Leute Probleme mit Git haben und sagen, hier, ich habe hier irgendwas falsch gemacht, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, um das wieder rückgängig zu machen oder irgendwie, dann sage ich, zeigt mir mal das Log und dann sehe ich halt das Git Log, aber das Git Log ist wirklich nur eindimensional. In neueren Versionen steht zumindest auch noch irgendwie der Branchname und so weiter dran. Das war früher auch nicht der Fall. Jedenfalls hilft mir das meistens relativ wenig. Was hilft? Das Decorate ist halt mittlerweile optional. Es gibt dann noch minus minus Graph und minus minus One-Line. Das zeigt mir eben wirklich die History an sich, weil die Commit-Messages an sich interessieren mich in dem Fall erstmal nicht, sondern ich will wissen, wie ist die Struktur der History. Und das kann man sich aber nicht merken und das will man auch nicht immer tippen. Und ich habe dann so ein Alias git l, das zeigt mir eben genau das mit einem lesbaren Datum und nur die letzten 20 Commits. Das ist wunderbar, wenn man frisch in ein Repo reinkommt und erstmal git l aufruft, dann sieht man, was ist hier eigentlich so los. Dann habe ich noch git lg, also git l zeigt alle Branches an, inklusive des Stashes, wenn es einen gibt. Dann habe ich ein git lg, das zeigt mir eben nur den aktuellen Branch mit History. Ich habe da noch tausend andere L-Aliases, die ich irgendwann mal angelegt habe. Da kann man lustige Sachen mitmachen, dass das Datum noch relativ angezeigt wird. Hier zum Beispiel. Da muss man halt sehen, was einem am besten gefällt. Und ich also finde, ohne diese Alias ist es echt schwer, ja, sich einen Überblick zu verschaffen. Welche Branches es gibt, macht man mit git branch? Naja, man will vielleicht alle sehen, auch die auf dem Remote. Und was aber noch viel wichtiger ist, finde ich, minus v zeigt einem noch den Commit an und minus vv zeigt einem, wohin ist das eigentlich, wohin wird das gepusht, also welches ist der Tracking Branch. Das finde ich, will man eigentlich wissen, wenn man sich die Branches auflistet. Und deswegen habe ich ein Alias git brv. Genau, das heißt git branch a-minus avv. So, jetzt zu den Tools. Da gibt es eine Reihe von Tools. Wer von euch kennt Tick? Okay, eine Handvoll.
Das ist ganz praktisch, wenn man eben keine GUI öffnen möchte. Bitte? Das ist ein bisschen kompliziert, weil man hier mit den Pfeiltasten navigieren kann und dann kann man mit Return ein einzelnes Commit aufmachen und mit den Pfeiltasten navigiert man aber auf der linken Seite. Mit Page Down und Page Up kann man auf der rechten Seite navigieren oder mit J und K, wie man das von Vim kennt. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber kann ganz praktisch sein. Es gibt dann auch noch Tick minus minus All für alle Branches. Dann gibt es Git K. Wer von euch kennt Git K? Das ist wunderschönes TK. Hat aber eben die meisten Tools, was man hier so alles mit anstellen kann. Ich nutze das aber selten wirklich. Manchmal so nutze ich es, weil mir die History ein bisschen klarer angezeigt wird. Besonders wenn da viele Merge-Commits sind. Ja, man kann hier durchbrowsen und sich alles angucken. Das hat minus minus all auch. Und dann gibt es noch Git G, das ist etwas neuer. Wer von euch kennt das? Okay, ein bisschen weniger. Das finde ich viel schöner. Allerdings hat es auch nicht so viele Tools. Aber es kann sein, dass die History-Anzeige etwas klarer auch noch ist als die in Git G, in Git K. Ich glaube, ich habe das Fenster zugemacht. Sehr schön. So, nun kommen wir zu dem eigentlichen Removing a Commit from the Wrong Branch. Also ich habe irgendwo was committed, was da gar nicht hingehört. Ich mache jetzt einfach mal, committe einfach mal alles. Ich könnte auch einfach git add Punkt machen. So, jetzt habe ich also in den Master, ach, sogar schon zwei Commits gemacht. Das hier gehört aber gar nicht dahin. Wenn wir jetzt erstmal das Commit vergessen wollen würden, könnte ich auch einfach sagen git reset minus minus hard und dann nehme ich die Revision davor oder je nachdem euer den Master und dann ist das letzte Commit weg. So. Ist aber gar nicht so schlimm, falls ihr das aus Versehen macht. Es gibt da auch noch das Git-Reflog, was alle Commits anzeigt, die ihr vielleicht auch schon weggeschmissen habt. Ihr müsst nur wissen, welches welches ist. In dem Fall habe ich das Commit sogar noch hier stehen. Das heißt, ich könnte auch einfach mir das wiederholen. Also erstmal die Anzeige. Es ist weg. Und hier haben wir es wieder. Und das seht ihr alles in dem Git-Reflog, wenn ihr da nicht aufgeräumt habt, regelmäßig. Also es ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr das macht. Es klingt schlimm, git reset minus minus hard. Aber so kann man das eben zurücksetzen. Wenn man das ganze Commit aber behalten möchte, in einen anderen Branch einchecken will, dann legt ihr euch einen anderen Branch an. In dem Fall ist er eben auf demselben Niveau wie Master, das heißt, ihr braucht erstmal gar nichts mehr machen. Wenn das ein anderer Branch ist, der von woanders abgebrancht wäre, könntet ihr git cherry pick machen.
mit der Commit-ID. Wer von euch kennt und benutzt Git Cherry Pick? Da könnt ihr wirklich von überall irgendwelche Commits zu euch herholen. Also die das Repository hier kennt. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Ich gehe jetzt zurück zum Master. Und jetzt mache ich meinen Reset nochmal. Und der Master ist tatsächlich zurückgesetzt, aber mein Branch, den ich eben angelegt habe, ist jetzt hier, so wie ich es haben wollte. Also ihr könnt die History, gerade wenn sie lokal ist, beliebig verändern. Man muss es halt nur ein bisschen lernen und ein bisschen verstehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie es implementiert ist. Und es gibt halt diese Object-Dateien und so weiter. Und wie das Ganze funktioniert, ist mir eigentlich unklar. Aber so grob, wie das mit den Remotes funktioniert und den Branches. Also ich kann Git SCM empfehlen. Das habe ich auf der Webseite verlinkt. Also es lohnt sich wirklich, da sich ein bisschen einzulesen und wirklich auf der Kommandozeile Dinge zu tun. Hier habe ich mal ein paar Bildchen aus eigener Erfahrung. Ich habe das einfach mal Merge und Rebase genannt. Also da habe ich in einem Projekt angefangen und habe mir die History mit GitK und GitG angeschaut. Das sind sehr viele Merge-Commits. Da wurde hin und her gemerged, den Master in den Feature-Branch und umgekehrt und ein Branch mehrfach verwendet. Das zweite Bild mit GitG finde ich auch eigentlich sehr hübsch. Also das kann man sich auch einrahmen und an die Wand hängen, ehrlich gesagt. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn einer History, dass sie schön ist. Meiner Meinung nach sollte eine History langweilig sein, so wie auf der rechten Seite. Also das ist so der Idealzustand, dass man hier einen Feature-Branch hat und der wird zurückgemerged und so weiter und das alles linear verläuft. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Also es gibt die Rebase-Fraktion und die andere Fraktion, die sagt, Rebase ist evil. Man kann das aber ein bisschen differenzieren. Erstmal zu Merge-Commits an sich. Wenn ihr einen Branch habt und der geht direkt vom Master ab und im Master ist in der Zwischenzeit nichts passiert, wenn ihr den merged, dann wird der einfach mit einem Fast-Forward-Merge gemerged. Das ist im Prinzip gar kein Merge, sondern er wird einfach an die History rangehängt. Das will man oft gar nicht, wenn man in einer Firma einen Git-Flow hat. Dann möchte man eigentlich jedes Feature mit einem Merge-Commit mergen, sodass auch irgendwie die Information erhalten bleibt, welcher Branch war das eigentlich. Und daher weiß man dann auch, welches Jira-Ticket das beispielsweise war. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück und sage git merge minus minus no fast forward. Und dann kriege ich einen Editor, da kann ich noch die Message noch editieren, wenn ich möchte. Und jetzt habe ich ja ein schönes Merge-Commit, wie ich wollte. Also da sollte man halt dran denken, wenn man einen Branch hat, der nicht direkt vom aktuellen Master abgeht, dann passiert das automatisch. Man kann sich das auch in den Einstellungen als Default einstellen. So, wer von euch kennt und hat schon mal Rebase benutzt? Okay, wer findet das ein gutes Tool? Okay, wer nicht? Ja, ich darf mich ja nicht melden. ein Rebase ist eigentlich aber erstmal gar nichts Schlimmes, Magisches oder so. Ich habe hier den Master Branch und dann habe ich hier zwei Commits in einem Feature Branch. Und wenn es keinen Rebase gäbe, dann könnte ich im Prinzip einfach vom aktuellen Master einen neuen Branch machen und dann die beiden Commits cherrypicken. Das wäre im Prinzip genau dasselbe, was Git Rebase macht. Die Commits sind allerdings neue Commits, das heißt, die bekommen auch eine neue Commit-ID, weil sich eben Dinge geändert haben.
und eben ja, der Hash darüber gebildet wird. Das muss man halt immer im Auge behalten, dass das Commit einfach dann ein anderes wird und das alte ist dann im Prinzip nicht mehr gültig. Und genau, also wenn man das macht, dann kann man danach dann auch mergen mit No Fast Forward und kriegt eben trotzdem einen Merge-Commit. Es gibt auch viele, die sagen, wenn du Rebase machst, dann kriegst du ja keine Merge-Commit mehr. Nee, also kann man ja optional machen. Und wenn man so eben arbeitet und jeden Branch rebased, bevor man ihn merged, dann bekommt man eben diese mehr oder weniger lineare History, wo man dann eben auch genau sehen kann, was passiert ist. Also dafür ist ja die History auch gut. Ich möchte sehen, was ist in welchem Branch passiert, damit ich nachvollziehen kann, wo vielleicht sich ein Fehler eingeschlichen hat. Also zumindest ist das meine Erfahrung, dass ich eben bei diesem linken Bild hier habe ich einmal ganz lange gesucht und es gab eine Policy in dem Projekt, dass man den Branch-Namen immer noch zur Commit-Message hinzufügt. Warum wohl? Ja, weil man das sonst nicht wirklich gesehen hat. Und ich finde, wenn man das irgendwie braucht, dann ist vielleicht irgendwas verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich das noch zeigen kann, aber vielleicht zeige ich erstmal noch das andere Rebase-Feature. Ach genau, manchmal gibt es ja auch noch den Git-Workflow, dass man einen Story-Branch hat und in der Story gibt es mehrere einzelne Features, wo die einzelnen Entwickler dran arbeiten. Dann hat man also Branches und nochmal Branches. Wenn man so eine Story-Branch rebasen will, dann geht das auch tatsächlich. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Man sagt dann beim Rebase noch minus minus preserved merges. Und der stellt dann die Struktur genauso wieder her, wie man das auch in den Original-Branch hatte. Das habe ich ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. Was man sich merken sollte, wenn man in diesen Sub-Branches Merge-Konflikte hatte, dann kann dieses Tool diese nicht auflösen. Das muss man manuell machen. Wenn man allerdings jeden Branch vorher rebased, dann löst man während des Rebases die Konflikte und die Merge-Konflikte sind alle sauber, was ich eigentlich eine ganz gute Sache finde. Dann hat man dieses Problem nicht. Also dann ist es tatsächlich möglich. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, wenn man schon was irgendwo hingepusht hat, dann soll man jetzt nicht einfach rebasen. Man muss dann nämlich minus minus force beim Pushen sagen. Es gibt da ja eventuell noch Kollegen, die dann sagen, du hast hier alles kaputt gemacht. Also da sollte man sich zumindest absprechen und im Idealfall arbeitet man an einem Feature-Branch alleine und die anderen wissen das auch. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Kennt ihr das interaktive Rebase, Rebase-i? Das benutze ich täglich eigentlich. Jetzt müsste ich mal mehrere Commits erzeugen oder ich gehe irgendwo einen Branch. Dafür natürlich auch ein Alias. Und wenn ich dazu noch Rebase Master sage, dann will ich eigentlich gar nicht irgendwo anders hin rebasen. Da geht es also nicht um die Rebase-Funktion an sich, sondern um das Interaktive. Ich bin ja auf Master. So, jetzt bin ich mal, jetzt habe ich Rebase Origin Master gesagt. Jetzt kriege ich alle Commits angezeigt seit Origin Master. Das älteste und das neueste. Und jetzt kann ich Commits zusammenfassen, beispielsweise oder auch einzelne Commits rausschmeißen. Deswegen ist es so schön, dass man wirklich sehr viele einzelne Commits machen kann.
und später kann man dann eben noch Dinge zusammenfassen oder anders ordnen. Es gibt hier das Squash und das passt mir dann beide komplett zusammen. Ich speichere die Datei jetzt ab und bekomme eine Datei. Zeig das endlich mal, kommst du mit so 5 Minuten noch klar, wenn das ja. Wenn die jetzt noch dazu tut. Der Wolf hat nämlich deutlich später angefangen. Okay. Okay, also hier kann ich die zwei Commit-Messages zusammenfassen, wenn ich möchte. Und genau das ist das interaktive Rebase. Es ist wahnsinnig praktisch, um eine saubere Git-History zu machen und wirklich Dinge zusammenzufassen, die nicht in ein einzelnes Commit passen, zum Beispiel Typos oder so. Ja. Genau, ich habe manchmal 20 Work in Progress Commits und so. Und ich glaube, das war auch alles, was ich zeigen wollte. Genau, das könnt ihr noch auf der Seite unten sehen. Diese automatischen Merge Commits, wenn ihr was pusht und jemand anders hat schon gepusht, dann bekommt ihr so einen komischen Merge Commit. Das könnt ihr vermeiden mit bestimmten Einstellungen. Könnt ihr auf der Seite nachlesen. Noch weitere Fragen? Dann danke ich euch fürs Zuhören. Achso. Heißt das Tool? Git diff fancy. So fancy. Okay. Was kann man mit den Commits? Okay, Commits signieren habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich wollte mich immer schon mal damit beschäftigen. Hatte keine Zeit. Danke für den Hinweis. Ja? Bitte? Die Seite ist auf der Act-Seite bei meinem Vortrag noch nicht verlinkt, aber gleich in ein paar Minuten. Oder du merkst dir meinen